Ich schneide jetzt hier mal und dann melden wir uns wieder. Ja, und jetzt geht die Sonne auf und jetzt gucke ich noch, wir sind noch am Tag 2. Minecraft fängt ja, glaube ich, bei 0 an zu zählen. Und wie ist das eigentlich in meinem Let's Play? Da zählt der, glaube ich, jedes Mal wieder beim Einloggen neu. Ne? Ich weiß es nicht so genau, aber so, da gucken wir mal, wann geht die Sonne? Jetzt geht die Sonne auf, ne? Ist noch auf Tag 2. Tag 2. Wenn die Sonne in die Mitte der Sonne um ist, kann das sein. Tag 2, wenn der Unterrand der Sonne oben ist. Hallo, und springt da um? Tag 2 noch. Also immer noch Tag 2. Jo. Weiß ich auch nicht. Immer noch Tag 2. Also eigentlich müsste er jetzt schon so also langsam auf Tag 3 gehen. Gut, was machen die Creeper? Ich sehe nichts. Die sind natürlich inzwischen auch so schlau, dass sie sich verstecken. Außerdem behindert der Baum meine Sicht da hinten hin. Jetzt haben wir Tag 3. Jetzt ist die Difficulty angestiegen auf 2,31. Mal gucken, wie hoch wir sie kriegen, bevor wir sterben. So. Creeper. Zombies waren das. Creeper waren es nicht. Der Creeper war die Nacht davor. So, jetzt werde ich erstmal hier den Baum wegkloppen. Der behindert doch meine ganze Aussicht dahin. Ja, die Creeper können sich natürlich auch in irgendwelchen Löchern verstecken hier. Oder hier unter dem Baum oder weiß der Geier was. So, was wollte ich machen? Ich wollte den Baum stehen lassen, alle anderen wollte ich abkloppen. Das machen wir doch auch. Ja, das ist keine Action hier, ne? Obwohl es auf Hardcore ist. Aber Hardcore heißt ja, ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von der Periodan, das ist ja eine Science-Fiction-Geschichte. Und dieser Periodan hat einen Zellaktivator. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sowieso stirbt, wie ich zum Beispiel oder ihr. Nein, den wollte ich doch stehen lassen. Jetzt habe ich den falschen abgekloppt. Okay, lassen wir den stehen. Also einen müssen wir stehen lassen. Und Zellaktivator. Das sind die Leute, die niemals sterben. Es sei denn, sie sterben durch Unfall oder sowas, oder weil sie umgebracht werden. Aber sie können nicht sterben durch irgendwelche gesundheitliche Einflüsse. So, was macht mein Zeugs da unten? Jo, es wächst und gedeiht. Gucken wir mal hier. Zwei sind schon reif. Und wir haben wieder vier neue Samen. Da jetzt was zertrampelt? Nee, alles ist schön feucht. Herrlich. So, dann wollte ich mir eine Axt bauen. Oder zwei. Ach, ich habe da noch eine. Okay, wunderbar. Tun wir aber was, tun wir in die Kiste rein. Die Blumen brauchen wir nicht. Die
Setzling brauchen wir nicht. 55 Bäume ist ja schon der Hammer. Den Weizen brauche ich auch nicht. Später dann vielleicht. So, dann können wir hier mal weiterbauen. So, wie gesagt, die eine Birke soll stehen bleiben da oben. Als Aussichtspunkt, als Übernachtungspunkt. Ach, da war mir das Ding kaputt gegangen, genau. Ja, und da steht jetzt so eine einsame Werkbank in der Luft. Die hole ich mir auch gleich mal wieder runter. So, eigentlich ist doch ganz easy. Wir sind jetzt bei Tag 4 nach meiner Hochrechnung. Und ich habe kein Bett, ich werde auch nie eins haben. Denke ich mal, denn hier sind keine. Wir haben doch noch nicht alles abgekloppt. Hier ist noch ein Baum. Denn hier sind gar keine Schafe. Das ist wirklich schlecht. Ganz ohne Schafe, so jetzt sind wir hier natürlich ganz blöde. An der Steilküste, so da muss ich jetzt hier wieder rum. Mal ein bisschen hier herumlaufen. Hier ist auch noch ein Baum. Der stört auch noch. Die Höhle haben wir ja gut zugebaut, da kann nichts rauskommen. So, damit hätten wir jetzt alle Bäume gleich abgesägt. Hier ist noch einer. Du stehst aber auch sehr raffiniert hier, ehrlich gesagt. Sowas von Baum. So wächst in der Tora überhaupt kein Baum, so schräg direkt an der Steilwand. So, was machen die Äpfel? Wir haben noch 5 Äpfel. Das ist wunderbar. Haben wieder einen Samen. Da ist auch noch was. Wachsen die eigentlich nach diese Samen oder nicht? So, wieso spawnt hier was? F3. Ja, weil wir hier auf Block 5 sind. So. Hier sind wir auch auf Block 5, oder? Hier auch. Jo, jetzt haben wir alle Fackeln erstmal hier verbraten. Hier ist jetzt eigentlich wurscht, wie hell es ist, weil ich mich ja hier immer aufhalte auf dieser Ecke. Die Werkbank wollte ich mir dann noch abklopfen. Oh ja, ein Apfel. So, die Werkbank. Holen wir uns noch. So, da unten liegt sie. Wunderbar, alles abgesägt. Und die ganzen Setzlinge, vielleicht haben wir noch einen Apfel dabei. Oder einen Samen. Haben wir noch Samen? Ja, einen haben wir noch. Wunderbar. So, da ist wieder einer gewachsen. Hopsa. So, drei haben wir wieder.
Sehr schön. Dann können wir uns ja auch das erste Brot machen hier. Das erste Brot nach 3 Tagen. Also ohne die Äpfel hätten wir das. Was? So, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen hier. Moment. Einmal bisschen kurz unterbrechen. Ja, er hält auch wirklich an. Gut, komm gleich wieder. So, da bin ich wieder, wurde ein bisschen unterbrochen. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. So, ich wurde ein bisschen was unterbrochen. Meine Frau hat mich was gefragt. Es ist 0:22 Uhr. Ich hoffe mal, das geht jetzt dann ohne Störungen weiter. So, was haben wir denn da jetzt eben gehabt? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas hier so durchgedüst. Ja, und jetzt wird es schon wieder dunkel. So, was machen wir am nächsten Tag? Ich würde sagen, wir holen uns. Ach, werde ich mich doch mal hier hinsetzen, oder? Der Platz war eigentlich da sehr schön. Aber ich baue mir einfach mal hier so einen Ausguck hier oben. Darf nicht zu hoch sein. Aber so habe ich alles im Blick. Darf nicht zu hoch sein, denn der Baum ist mir dann doch ein bisschen zu niedrig. Der kann dann noch weg. Vielleicht brauche ich mir da auch mal was Festes hier hin, so mit der Leiter hier hoch oder sowas. Na, aber jetzt wird es wieder dunkel. F3. 2,33 haben wir schon. Es wird immer gefährlicher. Was ist da hinten? Da sind auch Bäume noch. Ja, da hinten sind auch noch Bäume. Und da sind noch Bäume. Da werde ich nie hingehen, das ist ja ein richtiger Bergkrater, Berg, nicht Krater, ein richtiger Berg. Und das ist natürlich sehr gefährlich hier. Diese Insel ist sehr übersichtlich. So, jetzt ist alles abgesäbelt hier, dann ist es natürlich noch übersichtlicher. Hier würde ich ja was spawnen, das ist nicht hell genug, aber so machen wir das, damit wir nicht runterfallen. Es ist hier. Da habe ich jetzt ausgeleuchtet, aber da sind natürlich noch dunkle Flecken. Ist klar, mal sehen, was als nächstes kommt. Jetzt kann ich ja hier besser hingucken. Hier war einer im Wasser gespawnt und dieses hier, das ist am weitesten entfernt. Können natürlich sagen, okay, ich werde die Insel ganz abbauen. Was ist eigentlich mit der Challenge, wenn man die Insel abbaut und dann keine mehr hat? Wenn er zum Beispiel alles unter Wasser setzt, dann kann ja auch nichts spawnen. So, wir haben jetzt Sonntag, den 19. April 2015, 0:25 Uhr. Wir sind jetzt in der wievielten Nacht? Es ist jetzt schon die vierte, glaube ich. Da ist ein Skelett gespawnt, es ist also immer noch zu dunkel. Aber ich glaube, so viel Lampen kann man gar nicht anbringen. Oder ist das Lichtlevel im Hardcore, ist das noch ein bisschen geringer irgendwie von diesen Laternen hier, von den. So ein Dings ist natürlich gefährlich. Der könnte, wenn er mich hier sieht, natürlich hochschießen. Aber er sieht mich nicht auf die Entfernung. Er weiß gar nicht, dass es mich gibt. Er weiß gar nicht, dass es überhaupt jemanden gibt hier. Er hofft es natürlich, so ist er programmiert.
Ja. Ach, und jetzt regnet es auch noch. Ja, richtig. Ich kann mich ja nicht hinlegen und schlafen. Das ist natürlich dann auch blöd. Wenn es dann nachher mal Gewitter gibt, dann müssen wir den ganzen Tag hier oben verbringen. Habe ich es nicht gesagt. Na, Prost, Mahlzeit. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen. Jetzt sieht man den Sonnenaufgang gar nicht mehr dann. Weg ist er. Die spawnen allerdings auch recht schnell, habe ich den Eindruck. Jetzt kann natürlich überall gespawnt werden, auch am Tage. Man sieht gar keine Blitze, das sind alles Wolkenblitze wahrscheinlich. Ach, und ich bin so nass wie ein Pudel hier. Aber im Prinzip ist es ja noch alles relativ easy. Hat eigentlich einer der anderen Challenge-Teilnehmer ein Schaf hier drauf? Auf der Insel. Spawnen denn Schafe überhaupt noch, wenn sie einmal nicht da sind? Also das einzige waren Hühner, die ich gesehen habe, die sind aber jetzt auch weg. Ist da hinten irgendwas? Nee. Ja, Leute, also ich glaube, ich kann den Baum da auch noch abhacken hier. Den brauche ich nicht, so ein künstlicher Hochsitz ist ja doch etwas angenehmer. Also da werde ich mich mal vielleicht hier dann den Berg abtragen, damit man da noch ein bisschen bessere Sicht hat. Und in der Hoffnung dann auch Steine zu finden. Könnte ich natürlich auch in eine der Höhlen gehen, aber das muss ja nicht sein. Jo, Challenge, liebe Leute. Es hat ja bei Minecraft Varo auch jemand gewonnen, der wirklich vorsichtig war. Das waren ja die Minecraft Varo 2. Varo 1 ist an mir so vorübergegangen, bei Varo 2 habe ich dann schon mal geguckt und im Nachhinein allerdings meistens die Folgen geguckt, nicht live oder aktuell, besser gesagt, sondern vielleicht Wochen später. Das, die Spannung ist ja trotzdem die gleiche. Und wenn man dann weiß, jetzt hier oh, in 5 Folgen hat zum Beispiel der Spieler A den Spieler B erlegt, erstochen, erschossen oder wie auch immer. Erschlagen, dann guckt man sich natürlich auch bei dem anderen Spieler an, wie ist es denn dazu gekommen. Aber ich denke mal, die Fläche ist eigentlich ein bisschen groß bei Maro gewesen. Dafür waren es zu wenig Leute für die. Wie groß war die Fläche? 1000 mal 1000? Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich glaube, das. Ah. Jetzt hat man einmal nicht hingeguckt. Das sind gleich zwei, aber das ist zu dunkel noch. Okay. Hier vorne passiert nichts. Da bin ich jetzt zu nah dran. Hier könnte vielleicht noch was spawnen, da hinten. So, das sind die Gebrüder. Grimm oder Gebrüder Blattschuss oder wie man sie nennen will hier. Nee, Blattschuss nicht, das wären Skelette. Gebrüder Grimm, die jetzt da auf mich warten. Und ich hoffe, dass irgendwann die Sonne wieder aufgeht. Ich habe nämlich jetzt dadurch diese Unterbrechung, einer ist jetzt verschwunden, wunderbar.
Durch diese Unterbrechung weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, welche Zeit wir haben und wann es denn Sonnenaufgang ist. Den Mond siehst du sowieso nicht jetzt bei dem Wetter. Ah, man sieht aber den Sonnenaufgang. Wunderbar, da sind die Dinger auch schon weg, die beiden. So, also Hardcore, ich habe immer gedacht, das wäre so schlimm, Hardcore, aber ist es gar nicht. Hardcore ist, wenn man sich vorsichtig bewegt, alles schön. So. Alles schön easy. Auf der Nachbarinsel ist was? Nee. Das ist nur ein Grasblock. So, jetzt sind wir noch am Tag 3. Local Divinity schon 2,35. Meine Fresse. Jo. Wunderbar. So, 0:32. Wir machen jetzt eine Stunde und 20 Minuten ungefähr. Ich werde den gleich mal schneiden, wenn die Sonne hier über den Rand kommt. Und dann werden wir uns an den nächsten Tag begeben. Ich weiß noch nicht, wie lange ich mache. Vielleicht bis 1 Uhr oder so. Mal gucken. Oder 2 Stunden. Dann wären das 6 Folgen. Wenn ich denn so lange durchhalte. Wo ist die Sonne? Die Sonne kommt gar nicht. Naja, es regnet halt. Okay, aber anscheinend ist der Tag angebrochen. Es ist ja doch recht hell.